Ich bin vor allem auf die Umweltthemen auch gekommen durch soziale Nachhaltigkeit. Das geht jetzt ein bisschen weg von der ökologischen, die wir im Lifecycle Assessment untersuchen. Ich bin aktiv bei Viva Con Agua, das ist eine NGO. Wir sammeln Spenden für sauberes Trinkwasser und sanitäre Anlagen, Entwicklungsländern vor allem. Und da ist mir halt irgendwie auch dieser Gesamtzusammenhang auch irgendwie mal bewusst geworden. So auch das, was unser Konsum vor Ort auch irgendwo anders anrichtet. Stichwort virtuelles Wasser beispielsweise. Oder was halt wir uns jetzt hier rausnehmen können als, sag ich mal, Europäer, als Deutsche. Wir haben unseren Luxus, unsere Konsumgüter, was aber nicht jeder sich bewusst ist, dass es tagtäglich einfach am anderen Ende der Produktionskette bei der Rohstoffbeschaffung halt einfach nicht so rosig aussieht, dass wenn wir ein neues Handy kaufen wollen, da so ein ewig langer Rattenschwanz dahinter hängt, was da für Konfliktmaterialien und so drin sind. Und deswegen einfach so diese globale Brille mal aufzusetzen, weg von, mache ich jetzt den Wasserhahn zu, weil es meine Wasserrechnung belastet, oder wirklich zu gucken, was für eine Auswirkung hat mein Handeln einfach global. Und das finde ich halt bei dem Studiengang auch gut, dass das halt da auch betont wird und einfach dieses Systems Thinking, wie wir es in schön in der Uni gelernt haben, dass man halt aus seinem System rausgeht und wirklich mal wirklich dieses Komplette sich anschaut.